Das ist der Wohnkomplex Amoy Garden in der 8-Millionen-Metropole Hongkong. Hier hat die Krankheit die meisten Opfer gefordert. 19.000 Einwohner leben in dieser Siedlung auf engstem Raum. Allein im Block E sind 250 Bewohner an SARS erkrankt. Dennis und Stella Chu wohnen im Nebenblock. Seit dem Ausbruch der Epidemie im Wohnkomplex leben sie mit der Angst vor der Ansteckung. Der Alltag der Familie ist durch die Seuche zum Albtraum geworden. Zuerst habe ich meine 8-jährige Tochter zur Großmutter gebracht, nur fort von hier. Vorerst einmal für die Zeit der außerordentlichen Ferien. Die Schulen sind ja geschlossen worden. Wir wurden von unseren Chefs auch aufgefordert, vorerst nicht mehr zur Arbeit ins Büro zu gehen und abzuwarten, ob vielleicht auch bei uns Symptome der Krankheit auftreten. Das seit 10 Jahren verheiratete Paar vermisst vor allem den Kontakt zu seiner kleinen Tochter. Im Zeichen der Seuche läuft in der Millionenstadt nichts mehr normal. Viele Büros sind geschlossen. Der Stadtverkehr ist um die Hälfte reduziert. Die Einwohner gehen nur ungern aus dem Haus. Schutzmasken bedecken die Gesichter der Menschen. Vor allem für die Kinder ist die Situation fremd und beängstigend. Das Geschäftsleben in Hongkong ist durch die Krankheit stark beeinträchtigt. Wir desinfizieren nun alles im Restaurant, um unseren Gästen zu zeigen, dass wir etwas gegen die Seuche tun. Wie viel Prozent machen die Einbußen aus? Mehr als 60%. Ja, 60%. Das Hotel Metropol im Stadtteil Kowloon. Von hier aus verbreitete sich SARS in Hongkong und von Hongkong aus weiter nach Singapur und Kanada. Ein Gast aus Guangdong in China übertrug das Virus unwissentlich an andere Gäste und Besucher des Hotels. Wie die Ansteckung genau erfolgte, ist bis heute ungeklärt. Ein Hotelgast war in dieses Spital eingeliefert worden. Die damals noch unbekannte Krankheit konnte sich unter den Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern weiter ausbreiten. Mehr als 100 Personen wurden dabei angesteckt. Professor Le Eng behandelte die ersten SARS-Patienten in diesem Spital. At the beginning, people were not aware of that. So infectious. So the cross infection happened in the hospital and at home. So nowadays, only four days ago, the government started to take action. And all over Hong Kong, you have, I would think, 60%, 70% people wearing this. For all enclosed area, like the airplane, like a house, I think one should be very careful because you're not sure or whether you have somebody carrying the disease. Die sonst überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel befördern zurzeit nur wenige Passagiere. Wer nicht unbedingt etwas zu erledigen hat, bleibt dem Stadtzentrum lieber fern. Den Menschen auf der Straße sieht man die Angst vor der unsichtbaren Gefahr an. Schutzmasken aller Art werden an jeder Straßenecke angeboten. Die Regierung von Hongkong hat den Schulbetrieb bis auf Weiteres ausgesetzt. Die Kinder können sich aber über die unerwarteten Ferien nicht wirklich freuen. Alle Schulen wurden desinfiziert. An den Schultoren hängt der Hinweis auf die Aussetzung des Schulbetriebs. Die Klassen sind verwaist, genauso wie die Sportplätze. Aus dem Sai Kung-Feriendorf am Rande Hongkongs wurde ein Isolationslager gemacht. Der Zutritt ist strengstens verboten. Die Torwachen tragen Seuchenschutz. Hier hat man die noch gesunden Bewohner aus dem Block E des Amoy Garden Komplex interniert. Auf unbestimmte Zeit. Professor Le Eng rätselt genauso wie die Experten der WHO über die Verbreitungs- und Ansteckungswege der Lungenseuche.
Normally, the incubation should be 4 to 7, 8 days. But we did see a few who contact somebody definite and then fell sick after even 3 to 4 weeks. It was very peculiar. Während die Experten noch immer zu wenig über die Entstehung und Verbreitung von SARS wissen, leben die Einwohner Hongkongs in Angst. Im Studio des Schweizer Architekten Remo Riva wird trotz allem weitergearbeitet. Alle Angestellten tragen Masken, einige auch Handschuhe. Architekt Riva hat die Maßnahmen persönlich veranlasst, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Viele seiner Projekte sind an Termine gebunden. Seinen Mitarbeitern aber stellt er es frei, ins Büro zu kommen oder zu Hause zu bleiben. Wir haben vor einer Woche einen Fall gehabt in diesem Gebäude hier. In einem Stockwerk unten dran ist einer krank geworden. Natürlich wurden alle Leute nervös, denn alle brauchen den gleichen Lift. Man weiß nicht, ob man das bekommt, wenn man den Knopf berührt oder etwas berührt, die Tür oder so. Natürlich waren die Leute nervös. Einige sind nach Hause gegangen. Im Wohnkomplex des Amoy Garden sind unterdessen weitere Bewohner an SARS erkrankt. Die Ambulanz holt die Neuerkrankten mit allen Vorsichtsmaßnahmen aus den Wohnungen. Hongkong bereitet sich auf das Schlimmste vor. Die Spitäler rechnen mit bis zu 3000 weiteren Erkrankten, heißt es in einer gestern verbreiteten Erklärung. Die befürchtete Katastrophe hat eben erst begonnen.